Wird wohl geht's mit Ernst oder Witz? Bringen wir seit dir hier Nasidat und Adfal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Liebe Nasirat und Adfal-Geschwister, durch Allahs Gnade haben wir Alhamdulillah heute wieder die Möglichkeit, euch Allahs Glauben näher zu bringen. Ja, das Thema der heutigen Sendung lautet nämlich die 6 Glaubensartikel des Islams. Wollt ihr vielleicht wissen, was für spannende Sachen uns heute erwarten? Bestimmt, Nadia. Erzähle uns doch mal den Ablauf der heutigen Sendung. Wie immer fangen wir mit einer Rezitation des Heiligen Korans an. Nach dem Tilawat hören wir einen Hadith von unserem geliebten Propheten Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam an. Und nehmen den wissensreichen Informationen zu jedem Glaubensartikel, die uns heute Nasrat und Adfal vortragen werden, gibt es auch noch eine spannende Buchvorstellung und ein Informationsinterview. Inshallah. Kommt, liebe Kinder, lasst uns mit den Worten Allahs anfangen, die uns jetzt dir aus der Sura Al-Baqarah vortragen wird. A'uzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Dieser Gesandte glaubt an das, was zu ihm herabgesandt wurde von seinem Herrn, und also die Gläubigen, sie alle glauben an Allah und an seine Engel und an seine Bücher und an seine Gesandten und sprechen, wir machen keinen Unterschied zwischen seinen Gesandten. Und sie sagen, wir hören und wir gehorchen. Uns deine Vergebung, o unser Herr, und zu dir ist die Heimkehr. Habt ihr die Bedeutung der rezitierten Verse verstanden? Zusammenfassend kann man zu diesen Versen sagen, wenn man ein wahrhaftiger Gläubiger sein möchte, muss man als erstes Mal den wahren Glauben haben und zusammen mit diesen auch gute Taten zeigen. Dazu fordert der Koran die Menschen auf, an alle Propheten, die Allah über Jahrtausende schickte, zu glauben. Egal, wann sie kamen und für welchen Volk an sie zu glauben, ist Pflicht. Weiterhin muss ein wahrhaftiger Gläubiger immer achtsam sein und Gehorsam leisten. Das heißt, wenn er irgendeinen Befehl von Allah hört, sollte er dies stets sofort befolgen. So solltet auch ihr Allah um Hilfe bitten und zu ihm sagen, wir sind deine gehorsame Diener, verzeih unsere Sünden, denn wir werden zu dir zurückkehren. Abgesehen von dem Heiligen Koran können wir auch durch die Ahadith wunderbar sehen, wie sich die Aussagen des Heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam im Lichte des Korans widerspiegeln. Hören wir mal Alisha zu, was der Heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dazu erzählt. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahima innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Forderungen des Glaubens sind: Du sollst glauben an Gott und an seine Engel und an seine Bücher und an seine Propheten und an den jüngsten Tag, den Tag des Gerichts. Und du sollst ebenso glauben an Gottes Bestimmungen, des Guten, und an seine Bestimmungen, des Bösen. Weißt du was, Amna? Ich frage mich gerade, wie wir das Hadith wirklich umsetzen könnten. Gute Frage, Maria. Wir könnten das Hadith umsetzen, indem wir mit ganzem Herzen versuchen, an eine Macht zu glauben, die am stärksten ist, durch die wir erschaffen worden sind und die nur Allah besitzt. Und am besten können wir das, wenn wir den Koran rezitieren und das als Buch Gottes anerkennen. Der Glaube an Allah ist eigentlich für uns Kinder das, was wir als erstes von unserer Religion von zu Hause aus kennenlernen. Doch um einen besseren Einblick über diese komplexe, das heißt große Themengebiet zu bekommen, hören wir Samir zu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Die 6 Glaubensartikel. Der Glaube an den Islam setzt sich aus zweierlei Dingen zusammen. Der erste Teil setzt sich aus der Vollführung verschiedener Gebote zusammen, die man mit seinen Körperteilen praktiziert. Der andere Teil hat nichts mit äußeren Praktiken zu tun. Dieser Teil ist vielmehr ein Glauben, das im Herzen des Muslims liegt. Es ist die Pflicht eines jeden Muslims, an 6 Artikel zu glauben. Diese werden auch die 6 Glaubensartikel genannt, welche sich in die Lehre des Islams tragen. Die 5 Säulen des Islams wurden bereits zuvor erklärt. Im Folgenden werden nun die Glaubensartikel nacheinander aufgezählt und erläutert. Allah, der Allmächtige. Allah ist das Wesen, das der Schöpfer der Erde und des Himmels ist und sie alleine und ohne Hilfe erschaffen hat. Er ist der Herrscher über die ganze Welt, der König, der Besitzer jedes Dinges. Er hat das Wissen über alles, seit etwas Kleines oder etwas Großes. Allah ist der Einzige, der Unsterbliche. Er existiert schon immer und wird ewig existieren. Und es gibt niemanden, der ihm ähnlich ist. Und er ist auf niemandens Hilfe angewiesen. Er hat weder Sohn noch Frau, weder Vater noch Bruder. Noch braucht er irgendwen. Weder wird er müde, noch muss er sich ausruhen. Er wird nie krank und ist nie erschöpft. Er ist von niemandem abhängig. Alles ist aber von ihm abhängig. Er ist ein Ereigner aller guten Eigenschaften und hat keine Mängel. Der Eigenname Gottes ist Allah. Er besitzt viele andere Namen. Diese Namen sind aber Attribute. Daher jedes Attribut verkörpert irgendeine Eigenschaft Allahs. Beispiele. Erstens, Rabbul Alamin. Allah ist der Schöpfer des Universums. Er ist der Herr der Welten. Er ist es, der seine Geschöpfe weiterentwickelt und für ihren Fortschritt sorgt. Ar-Rahman. Allah ist sehr gnädig. Er weist uns Gnade, ohne dass wir ihn darum bitten. Er schuf für uns die Sonne, den Mond, das Wasser und so weiter. Ar-Rahim, er ist der Barmherzige. Er belohnt uns für unsere Bemühungen. Wenn ein Schüler sich bemüht, belohnt ihn Allah, indem er den Schülern die Prüfung bestehen lässt. Malik Yawmiddin, Allah ist der Meister des Gerichtstages. Er wird belohnen, die Gutes tun und bestrafen, die Böses tun. Wenn er will, kann er jemanden seine Sünden vergeben und jemanden höher belohnen, als er es verdient hat. Al-Alim, Allah ist der Allwissende. Er erkennt jede Kleinigkeit, die im Himmel und auf Erden existiert. Und er wird, was in den Herzen, und er weiß, was in den Herzen seiner Geschöpfe ist. Gott hört und er hört unsere Gebete. Wir können ihn aber nicht mit unseren Augen sehen, denn er ist das Licht, das keinen Körper hat, aus keiner Materie besteht. Doch wir können ihn durch seine Zeichen und sein Wirken sehen, wie der Wind, wie wir den Wind zwar nicht sehen können, aber ihn spüren, wenn er weht. War das nicht interessant zu erfahren, wie wichtig es ist, an Allah zu glauben? Das sehe ich genauso, Maria. Aber wir hoffen, dass unsere Zuschauer gut zugehört haben und die Wichtigkeit an Allah zu glauben verstanden haben. Na, liebe Nasirat und Tfal, hat es euch bis jetzt gefallen? Denn zur Abwechslung hören wir jetzt einmal ein wunderschönes Gedicht.
Ich bin ein Ahmadi-Kind und spiele im himmlischen Wind, der zu uns die Botschaft trägt, dass Dua die Welt bewegt. Wenn es aus dem Herzen kommt, wenn es aus dem Herzen kommt. Ich bin ein Ahmadi-Kind, von Himmel her Regen rinnt. Mit ihm steigen Engel hernieder, sie singen für Gott Lobeslieder. Denn er ist es, der uns gibt, denn er ist es, der uns gibt. Ich bin ein Ahmadi-Kind und langsam mein Herz sich besinnt, dass ich nicht klein bleiben werde, dass ich Gutes tun soll meiner Erde. Sieh, schön ist es, hilfreich zu sein. Sieh, schön ist es, hilfreich zu sein. Ich bin ein Ahmadi-Kind, doch mein Glaube schon jetzt gewinnt. Denn Muhammad ist Allahs Prophet und Islam das, was er gesät. Drum bin ich der Liebe geweiht, drum bin ich der Liebe geweiht. Ach Maria, war das nicht ein wunderschönes Gedicht, welches von Rusa vorgetragen wurde? Von unserem geliebten Hidayatullah Hifz Sahib geschrieben wurde, möge Allah gnädig zu ihm sein. Oh ja, das habe ich mir auch eben gedacht, Amna. Nach dieser schönen Abwechslung hören wir als nächstes von Arusa etwas über den Glauben an Engel. Die Engel. Gott ist der Schöpfer aller Menschen und Tiere, also aller Wesen, die einen Körper besitzen. Genauso sind die Engel Allahs geistige Wesen und seine geistige Arme. Diese Wesen können ihm gegenüber nicht ungehorsam sein. Ihre Aufgabe ist es, seine Befehle stets zu befolgen. Die Engel erfüllen viele Aufgaben, zum Beispiel die Gedanken der Menschen zum Guten lenken, den Propheten Gottes Worte offenbaren, die Propheten von Gott aus über das Ungesehene informieren, Wolken regen lassen, Winde schicken, Früchte und Blumen wachsen lassen, Fromme über die Belohnung im Himmel informieren und Sündiger die Botschaft ihrer Strafe senden und so weiter. Es gibt so viele Engel, dass man sie nicht zählen kann. Die vier wichtigsten Engel und ihre Aufgaben sind folgende. Jibrail, Gabriel, überbringt Gottes Botschaft an die Propheten. Entzieht den Menschen und den Tieren das Leben. Michael sendet Nahrung an die Geschöpfe Gottes. Israfel, am Ende der Welt wird er in den Horn blasen, um alle Lebewesen und das Universum zu vernichten. Wie wir es am Anfang schon erwähnten, hatten folgt jetzt eine spannende Buchvorstellung. Extra für euch, liebe Kinder. Vorstellen wird euch das Hannah. Das freut mich. Aber welches Buch wird denn heute vorgestellt? Das werde ich dir nicht verraten, Maria. Pass jetzt gut auf, dann erfährst du es. Wenn ihr auch so gespannt auf das Buch seid, dann hört aufmerksam zu. Assalamu alaikum. Heute möchte ich euch dieses Buch vorstellen. Es heißt Wege des Erfolgs. In diesem Buch stehen ganz viele Sachen. Es ist für Nasirat und Atfal, für Kinder bis 9 Jahre. Zum Lernen. Und lernen kann man da ganz viel über Allah Dala und man kann das Ganze normal Schritt für Schritt lernen. Man kann das Wuzu Schritt für Schritt lernen. Und auch ganz viele Nizme, wie zum Beispiel Koran Zabse Acha oder Gebi Nusret, was ich beides auch mit Hilfe von diesem Buch gelernt habe. Und da stehen auch noch
ganz viel über den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch über die Kalifen. Und ich möchte euch auch was von diesem Buch vorlesen. Allah ist das Wesen, das uns erschuf. Vor uns erschuf er die Erde, den Himmel, die Sterne und den Mond. Er ist frei von jeglicher Schwäche. Aller Preis gebührt ihm. Er gab uns das, was wir brauchen. Und keiner ist ihm gleich. Wir werden alle zu ihm zurückkehren. Das war jetzt eine kleine Geschichte über Allah Ta'ala. Und jetzt seht ihr auch, dass ich was gelernt habe. Und ich werde euch allen auch dieses Buch empfehlen zum Lernen und auch zum Reinschauen und wenn man was vergessen hat oder um etwas zu wiederholen. Nach dieser interessanten Buchvorstellung muss ich mir das Buch unbedingt holen. Doch bevor du dir das Buch holen kannst, hören wir erstmal dir zu, was sie uns über den dritten Glaubensartikel sagen kann, welches der Glauben an den Bücher Allahs ist. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Der dritte Glaubensartikel, die heiligen Bücher Gottes. Um die Menschen auf den wahren Weg zu leiten, offenbart Gott durch seine Engel Worte an die Propheten. Diese Worte werden Offenbarungen genannt. Diese Offenbarungen enthalten Gebote und Verbote. Diese sind in den heiligen Schriften und Büchern festgehalten. Die vier großen Offenbarungsschriften sind Nummer 1, die Psalmen wurden Hazrat David, Friede sei auf ihm, offenbart. Nummer 2, im Judentum ist es die Tora, die Hazrat Moses, Friede sei auf ihm, offenbart wurde. Nummer 3, im Christentum ist es das Evangelium, das Hazrat Jesus, Friede sei auf ihm, offenbart wurde. Nummer 4, im Islam ist es der heilige Koran, der Hazrat Muhammad, Friede und Segnungen Allahs seien auf ihm, offenbart wurde. Diese Bücher wurden von Gott gesandt und enthalten die gleichen Botschaften. Sie wurden alle in Wahrheit offenbart. Über die Jahre hinweg blieb die Grundlage der Religion gleich. Die Gesetze und Bestimmungen änderten sich jedoch in ihren Bestimmungen und wurden der jeweiligen Zeit angepasst. Das führte dazu, dass die Bücher so stark veränderten, dass vieles gar nicht mehr stimmt. Deshalb glauben einige Menschen gar nicht mehr, was in den Büchern steht. Viele Gelehrten und Historiker stellen fest, dass diese Bücher, die heute existieren, nicht mehr die Originalschriften sind. Sie sind in Wirklichkeit verloren gegangen, weil sie verändert oder immer wieder übersetzt wurden. So haben sie ihre Originalaussagen verloren. Hiervon ausgenommen ist nachweislich nur die letzte Botschaft Allahs an die Menschen, der heilige Koran. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segnungen Allahs seien auf ihm, empfing den heiligen Koran durch den Engel Gabriel. Über eine Zeitdauer von etwa 23 Jahren wurde die Verse des Korans offenbart. Der heilige Koran wurde in arabischer Sprache überliefert. Dieser ist noch heute in seiner ursprünglichen Form erhalten, weil in ihm keine Änderungen gemacht wurden. Alle Angaben, die für das Wohl und für die religiöse Bildung und Erziehung der Menschen wichtig sind, sind im Heiligen Koran vereint. Er enthält Rechtsleitung für jedermann, jeden Ort und alle Zeiten.
Dieses Buch ist endgültig und vollkommen. Gott hat versprochen, dass er den Koran für immer vor Veränderungen beschützen wird. Damit bleibt die Botschaft aller Propheten für jeden Mensch verfügbar. So kann jeder einzelne Mensch recht geleitet werden. Seht ihr, liebe Schwester, wie wichtig die Bücher von Allah sind? Denn ein wahrer Gläubiger denkt nicht, dass diese von Menschen verfasst wurden. Vielmehr sind es die wahren Wort Gottes, so wie sie im Koran wiederfinden. Daher darf man solche Bücher nicht wie normale behandeln. Man sollte zwar jedes Buch gut behandeln, aber wenn ihr wisst, dass ein Buch Worte enthält, welche von dem Allmächtigsten, Allwissenden sind, dann müsst ihr einem solchen Buch sehr viel Respekt erweisen. Einem Propheten, der ein solches Buch von Allah direkt offenbart bekommt, gebührt ebenso Respekt, wie wichtig es auch ist, an Propheten zu glauben, wie wird uns Rush berichten. Assalamu alaikum. Glaube an Propheten. Propheten sind die Empfänger der Offenbarungen Gottes. Sie teilen den Menschen den Willen Gottes mit. Sie dienen als Vorbilder, denen man nachahmen sollte. Propheten sind ganz besondere Menschen. Gott leitet sie mit göttlicher Mitteilung bzw. Offenbarung recht. Die Aufgabe eines Propheten ist es, diese Offenbarungen den Menschen zu überbringen und sie zu warnen. Er ist somit ein Überbringer der göttlichen Botschaft. Das Prophetentum ist ein Geschenk Gottes an uns alle. Gott hat zu jedem Volk einen Gesandten geschickt. Jeder Anhänger einer Religion ist stolz auf seinen geistigen Führer. Ein Jude ehrt die Propheten Moses und David, Friede sei auf ihnen. Ein Christ liebt den Propheten Jesus, Friede sei auf ihm. Ein Muslim aber liebt und ehrt alle, von Abraham a.s. über Moses a.s. und Jesus a.s. bis zum Propheten Mohammed, Friede und Segnung Allahs sei auf ihm. Der Heilige Koran spricht namentlich nur von 24 Propheten. Nach Aussagen des Heiligen Propheten Mohammed s.a.w. sind sehr viel mehr Propheten erschienen. Ihre Anzahl wird auf 124.000 benannt. Einige bekannte Propheten unter ihnen sind folgende: Hazrat Adam a.s., Hazrat Nuh a.s., Hazrat Ibrahim a.s., Hazrat Ismail a.s., Hazrat Isaac a.s., Hazrat Jakub a.s., Hazrat Yusuf a.s., Hazrat Musa a.s., Hazrat Isa a.s. und Hazrat Muhammad a.s. Alle Propheten wurden jeweils zu einem Volk entsandt. Der heilige Prophet Muhammad a.s. war aber ein Prophet für alle Menschen. Widersprüche, die es zwischen den verschiedenen Religionen gibt es, weil Menschen die Texte der heiligen Bücher verändert haben. Die Propheten sind dir nicht schuld. Dazu sagt der Koran, wahrlich, wir haben dich mit der Wahrheit entsandt, als Bringer vorer Botschaft und als Warner, und es gibt kein Volk, bei dem nicht früher schon ein Warner erschienen wäre. Durch diesen Vers wird deutlich, dass alle Religionen einen göttlichen Ursprung haben. Deshalb sind die Gründer aller großen Religionen göttliche Gesandte. Nicht umsonst gehört der Glauben an alle Propheten und Bücher Gottes zu einem Glaubensartikel der Muslime. Maria, hast du dir gemerkt, welche Glaubensartikel wir bis jetzt halten? Zähl sie doch mal auf. Jetzt müssen wir nachdenken. Also, es fängt an mit dem Glauben an Allah. Dann kommt der Glaube an Engel, der Glaube an Allahs Bücher und als letztes der Glaube an Propheten. Jetzt frage ich mich aber, welches der fünfte Glaubensartikel ist. Diese Frage wird uns wohl Hades beantworten müssen. Kiamat, der jüngste Tag. Der Tod ist unabwendbar für alle Menschen, die jemals auf der Welt lebten, die heute leben oder die in der Zukunft geboren werden. Denn im Heiligen Koran hat Gott das folgende Gesetz offenbart. Kullu nafsin za'ikatul maut. Jedes Lebewesen soll den Tod kosten. Surat al-Imran, Vers 186. Als fünften Glaubensartikel kennt der Islam fünftens den Glauben an das jüngste Gericht und an das Leben nach dem Tode.
Der Koran sagt dazu, dass nur Allah allein weiß, wann die Stunde des jüngsten Gerichtes kommt. Darunter kann A, der individuelle Tod, B, der Untergang eines Volkes oder C, der Untergang, das Ende der Menschheit. Menschen sterben täglich. Es wird aber auch ein Tag kommen, an dem alles vernichten werden wird. Dann wird Gott alle Menschen lebendig machen und sie werden ihm Rechenschaft leisten müssen. Dieser Tag heißt Qiyamah, der jüngste Tag. Nach unserem irdischen Leben wird es für jeden Menschen ein zweites Leben geben. Dieses zweite Leben wird ewig sein. Das Leben nach dem Tod ist Belohnung für das Gute, was der Mensch auf der Welt vollbracht hat, oder Bestrafung für seine Sünden, um deren Verzeihung er nicht mit Erfolg bat. Alle Menschen werden sich versammeln und jeder wird vor Gott Rechenschaft ablegen. Hat ein Mensch überwiegend gute Taten begangen, so wird er, so Gott will, ins Paradies gelangen. Hat er aber mehr Frevel begangen, dann wird er in die Hölle geworfen werden. Dort wird er verweilen, bis er seine Strafen abgesessen hat. Dann wird Gott auch ihn ins Paradies schicken. Viele Muslime glauben, dass das Leben nach dem Tode ein materielles Leben sein wird und dass die Freuden des Paradieses und die Qualen der Hölle physischer Natur sein werden. Betrachten wir jedoch aufmerksam die vielen Passagen des Korans, die sich mit dem Leben nach dem Tode beschäftigen, müssen wir erkennen, dass die beschriebenen Schönheiten und der Schmerz als Metapher dargestellt sind. Doch Allah wird, wem er will, all seine Sünden vergeben und wem er will, wird er ohne Abbrechung das Paradies schenken. Denn er ist der Meister und der König. Er kann handeln, wie ihm beliebt. Liebe Etwal und Nasrat-Geschwister, als kleine Überraschung haben wir Dr. Muhammad Davood Manjoka Sahib, den Pressesprecher der Ahmadiyya Muslim Jamaat, eingeladen. Er hat seinen Doktor in Philosophie in der Westfalenischen Wilhelms-Universität Münster gemacht. Er ist, mashallah, im Bereich Tabligh sehr aktiv. So hat er schon viele Artikel geschrieben und nimmt Stellung zu verschiedenen Themen von allem, wovon die Jamaat betroffen ist. Auch ein Buch über das System des Khalifat hat er geschrieben. Lasst uns dieses Interview anhören, in dem wir über das letzte Glaubensartikel mehr erfahren werden. Assalamu alaikum, liebe Kinder. Ich habe heute die Aufgabe bekommen, Ihnen den sechsten Glaubensartikel, nämlich Takdir oder Vorsehung, zu erklären. Das ist eins der sechs Grundartikel des Glaubens des Islam. Die fünf ersten Glaubensartikel haben Sie schon erklärt bekommen. Dieser sechste Glaubensartikel bedeutet, dass wir daran glauben, dass alles, was in dieser Welt geschieht, gemäß einem Plan Gottes funktioniert und geschieht. Vorsehung bedeutet nicht, dass alles vorher bestimmt ist und der Mensch jetzt keinerlei Möglichkeit hat, sein Verhalten zu ändern, sondern Gott für ihn alles vorherbestimmt hat, sondern es bedeutet nur, dass Gott bestimmte Prinzipien und Gesetze gemacht hat, gemäß denen das ganze Universum funktioniert und woran wir uns messen lassen müssen. Zum Beispiel, wenn Sie ein Glas Wasser in der Hand halten, ist das so ein Gesetz, Naturgesetz oder Vorsehung oder Vorherbestimmung, dass wenn Sie das Glas Wasser fallen lassen, wird es zerbrechen und das Wasser wird verloren gehen. Solange Sie aber das Glas nicht fallen lassen, bleibt das im Glas und auch in Ihrer Hand. Demgemäß ist das auch so, dass Gott für alles, was der Mensch tut, ob das gut ist oder schlecht ist, ein Ergebnis bestimmt hat. Wenn er etwas Schlechtes macht, dann gibt es ein schlechtes Ergebnis, es gibt eine schlechte Wirkung davon. Wenn er etwas Gutes macht, so folgt daraus auch ein gutes Ergebnis und es erfolgt auch Belohnung von Gott und das ist, was man Vorsehung oder Vorherbestimmung nennt. Es gibt auch verschiedene Arten von Takdir oder Vorsehung, die Gott gemacht hat. Es gibt allgemeine Naturgesetze, es gibt allgemeine spirituelle Gesetze und es gibt besondere Naturgesetze und es gibt besondere spirituelle Gesetze. Es gibt bestimmte Personen, es gibt bestimmte Zeiten, es gibt bestimmte Ereignisse, wo Gott besondere
Entscheidungen trifft und diese haben dann Vorrang über die normalen Ereignisse. Zum Beispiel heißt es im Heiligen Koran, dass Gott vorherbestimmt hat, für immer beschlossen hat, dass die Propheten immer Vorrang haben werden, den Sieg davon tragen werden, erfolgreich sein werden. Und es gibt auch allgemein von Gott die Vorherbestimmung, dass die Gottesfürchtigen, die Muttakis, Erfolg haben werden, sowohl in dieser Welt als auch in der nächsten Welt. Das ist ein besonderes Gesetz, das nur für diese Personen bestimmt ist, nämlich für die Propheten. Und auch dann, wenn die normalen Gesetze der Gesellschaft und der Natur dem entgegenstehen, geschieht es so, dass die Propheten Erfolg haben und dass sie letztendlich die Siegreichen sind. Das Gleiche gilt auch für die Gläubigen, für die Gottesfürchtigen, dass wenn sie gottesfürchtig sind und gläubig sind, dass sie Erfolg haben, auch wenn die allgemeine Situation der Welt dem widersteht oder dem entgegensteht. So, liebe Kinder, dies war der letzte Glaubensartikel. Doch das war nicht die letzte Sendung. Inshallah sehen wir uns wieder, wenn wir für euch was Neues Wissenswertes vorbereitet haben. Ja, wir hoffen, ihr habt heute gut aufgepasst, so dass ihr die 6 Glaubensartikel immer im Kopf habt und sie euer Leben stets erleichtert. Möge Allah uns die Kraft geben, seine Religion vollständig nach seinen Regeln anzuleben. Amin. Jetzt könnt ihr auch unsere E-Mail-Adresse eingeblendet sehen, falls ihr uns irgendetwas schreiben wollt und rückmelden wollt. Fragen, Tipps oder Wünsche habt zum Beispiel über ein spezielles Themenwunsch, dann schreibt uns einfach. Jetzt könnt ihr noch eine kurze Bildergeschichte genießen und wir verabschieden uns. Schon einmal bis dahin. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seher und der Ring. Eines Tages, als Miriam Seher besuchte, zeigte Seher ihrer besten Freundin einen goldenen Ring und erzählte ihr: Ich habe das von meinem Vater geschenkt bekommen. Miriam fand den Ring wunderschön und sagte: Zieh den Ring mal an, ich will sehen, wie er dir steht. Als Seher den Ring anziehen wollte, sagte sie leise vor sich das Gebet: Bismillahirrahmanirrahim. Miriam fragte fast genervt, was Seher da vor sich gesagt hat. Du sagst das immer, bevor du etwas anfangen willst. Warum sagst du das und was bedeutet das? Seher erklärte ihr: Wir Muslime sagen immer, bevor wir etwas anfangen, das Gebet auf Arabisch. Es bedeutet: Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Damit wünschen wir uns von Allah, dass er alles, was wir machen, in seinem Namen segnen möge. Dieses Gebet soll uns auch vor jeglichem Schaden bewahren. Da Allah gnädig und barmherzig ist und alles von ihm kommt und zu ihm zurückkehrt. Und er weiß am besten, wann für uns etwas gut ist und wann etwas für uns schlecht ist. Miriam war aber nicht überzeugt. Deshalb wollte sie gerne Seher auf die Probe stellen und sie überzeugen, dass sie das Gebet nicht mehr aufsagen muss und dass das Gebet ihr nicht helfen kann. Seher legte den Ring in ihrem Schrank ab und ging kurz in die Küche. Da nahm sich Miriam schnell den Ring und versteckte es in ihrer Tasche. Sie verabschiedete sich schnell von Seher und ging nach Hause. Miriam überlegte sich unterwegs, was sie mit dem Ring machen sollte. Sie kam an einem kleinen Fluss vorbei und dachte sich, wenn sie den Ring da reinwirft, wird Seher es nie wiederfinden. Sie warf also den Ring in den Fluss und freute sich innerlich schon darauf, Sehers Gesicht zu sehen. Am nächsten Tag
ging sie nachmittags wieder zu Seher und sagte, »Kannst du mir noch mal deinen Ring zeigen? Der ist doch so schön. Ich musste gestern die ganze Nacht daran denken.« Seher wollte gerade den Ring holen. Da klingelte es an der Tür. Seher machte die Tür auf. Sehers Papa war von der Arbeit zurückgekommen und hatte einen großen Fisch mitgebracht. Er gab es Seher und bat sie, es schnell zu kochen, da er sehr hungrig war. Seher entschuldigte sich bei Miriam und fragte sie, ob sie erst kochen und dann den Ring holen kann. Miriam sagte, ja, ja, lass dir ruhig Zeit. Ich habe es nicht eilig. Ich helfe dir beim Kochen. Seher und Miriam gingen in die Küche. Als Seher den Fisch zubereiten wollte und dafür den Fisch aufschneiden wollte, sagte sie wieder, Bismillahirrahmanirrahim. Und plötzlich kam aus dem Fisch der goldene Ring heraus. Seher war sehr überrascht und fragte sich, wie der Ring da reingekommen ist. Umso mehr war aber Miriam überrascht. Seher fragte ihren Vater, wo er den Fisch denn her hat. Der Vater erzählte, dass er unterwegs an dem Fluss vorbeigelaufen ist, wo sein Freund gerade geangelt hat und er den Fisch von ihm geschenkt bekommen hat. Da merkte Miriam, dass Seher damit recht hatte, dass Gott sie durch das Gebet vor jeglichem Schaden bewahrt. Sie erklärte Seher ihre Absicht und entschuldigte sich bei ihr. Aber da fing auch Miriam an, an Gott zu glauben.